Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Ja, ohne große Rede, den Trank annehmen und dann auf den Altar zur Ruhe betten. Die Reise ins Totenreich. Geisterpirat, huhuhu. Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf 4 Geister treffen, die keine Ruhe finden können. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir. Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Okay, wir speichern ab. Was haben wir hier? Einen Trank, eine alte Münze. Quest erfüllt die alte Münze. Echt? Sammlung? Alte Münze. Kugelsicher plus 10. Ach, das war die Münze. Mittlerweile fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artefakte und dann haben wir schon alle. Das ging dann doch flotter als gedacht. Und vor allem, dass wir dann so viele noch bekommen, hätte ich nie gedacht. Bitte keine Gegner. Bitte keine Gegner. Hi. Endlich, nach so langer Zeit ein neues Gesicht. Es ist schön, mal jemanden zu sehen, bei dem noch Blut durch die Adern fließt. Okay. Bist du denn tot? Ja und nein. Ich bin als Geist an diesem Ort gefangen. Seit 1000 Jahren bin ich verflucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu wandeln. Ja, klingt ziemlich aussichtslos. Oh, das klingt ziemlich aussichtslos. Wenn du keine Wahl hast, fügst du dich deinem Schicksal. Wie kann der Fluch gebrochen werden? Ich habe damals mein Artefakt missbraucht. Ich werde erst Frieden finden, wenn ich ein eigenes geschaffen habe, das stärker ist als der Tod. Was für ein Artefakt könnte das sein? Ein Schädelzepter. Es ist mächtig genug, um die Geister aus dem Jenseits zurückzurufen. Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß, darum bist du hergekommen. Wenn du mir die Zutaten bringen kannst, werde ich es dir überlassen. Du bist seit 1000 Jahren hier und bist nicht selber auf die Idee gekommen, mal selber die Zutaten zu holen, oder? Was ist mit dir passiert? Vor langer Zeit herrschte ich über das stolze Volk vom Stamm der Lüfte. Doch Mara versklavte viele Stämme und strebte nach Macht und Magie. Sie übergab mir das Amulett der Erde, um auch mein Volk zu unterdrücken. Eines Tages widersetzten wir uns und versuchten, sie zu töten. Das ist euch offensichtlich nicht gelungen. Das ist euch offensichtlich nicht gelungen. Nein. Wir haben die Situation unterschätzt. 4 Chakas waren wir. Motega vom Clan des Wassers. Akando vom Clan des Feuers, Kusko vom Clan der Erde und ich. Vom Clan der Erde. Jeder von uns war mit einem heiligen Artefakt bestückt. Ich konnte Mara am Ende mit Hilfe des Amulettes versteinern, doch wir versäumten, sie zu vernichten. So wandeln wir nun im Dunkeln und warten auf Erlösung. Okay. Stimmt, das ist nicht ungewöhnlich. Du warst ein Chaka? Ist das nicht ungewöhnlich für eine Frau? Zu der Zeit, als ich den Clan anführte, war das nicht unüblich, junger Freund. Viele begabte Hexen hatten die Möglichkeit, Chaka zu werden.
Aber nach den Titanenkriegen hat sich vieles geändert. Also was brauchst du für deinen Kack? Sag's mir. Also gut. Was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Es wird nicht leicht sein, an die Zutaten zu gelangen. Wir werden sehen. Mein Schicksal ist unweigerlich mit dem der anderen Geister dieser Welt verknüpft. Ich brauche die Trophäe eines Jägers, den Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes und einen Gegenstand, der dem Toten gehörte, den man zurückrufen will. Rede mit den Geistern. Sie sind im Besitz dieser Gegenstände. Gut, ich werde sehen, was ich machen kann. Der Fluch der Künstlerin. Lass mich hoch. Hi. Ist es wahr, was meine Augen da sehen? Du siehst so lebendig aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht tot bin. Nach Scherzen ist mir leider nicht zumute. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gefangen. Und kann nicht sterben. Warum nicht? Mara hat mich verflucht, weil ich vor vielen Jahren wagte, mich gegen sie aufzulehnen. Das weiß ich. Was ist damals passiert? Ich war es, der auf die Idee kam, Mara zu töten. Ich machte mich auf die Reise, um die anderen Häuptlinge um Hilfe zu bitten. Doch während ich weg war, wurde meine Familie von einem Silberrücken getötet. Ein Silberrücken? Das ist doch so ein Gorilla. Du hättest sie wahrscheinlich gar nicht retten können. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Welt retten konnte ich auch nicht. Ja, wem sagst du das? Das Schlimmste ist, dass ich den Silberrücken nun Tag für Tag jage. Aber was ich auch tue, das Biest kommt immer wieder. Der Silberrücken ist hier? Ja, er ist in einer Höhle in der Nähe. Das ist Maras Strafe für mich. Wow, ich würde sagen, wir töten den. Was wäre, wenn ich dir helfe, den Silberrücken zu töten? Das könnte funktionieren. Du lebst schließlich noch. Wenn wir es wirklich schaffen, das Biest gemeinsam zu erledigen, überlasse ich dir meine wertvollste Trophäe. Klingt gut. Dann los. Lass uns den Silberrücken jagen gehen. Ja. Bin gespannt. Machen wir dem Vieh endgültig und für alle Zeiten den Garaus. Den Garaus. Es wird endlich Zeit, dass er für immer verschwindet. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Los, komm. Ich zeige dir, wo das Mistvieh sich versteckt. Sofort, ich muss dich noch kurz plündern davor. Oh, ein Amulett. Gucken wir gleich mal. Ja. Ey, diese unangenehme Helligkeit. Für euch ist es wahrscheinlich super angenehm, weil es so hell ist. Für mich ist es echt schon brutal hell. Jetzt können wir dem Biest jederzeit begegnen. Ich kann es schon spüren. Bist du auf den Kampf vorbereitet? Ja. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Dann lass es uns beenden. Ich kann es kaum erwarten. Los jetzt! Dann hör auf zu labern. Hallo, danke. Auf der Jagd. Wir speichern ab. Oh, guck mal, ein Goldbrocken. Warte, ich muss links und rechts immer mal wieder gucken, ob ich was mitnehmen kann. Oh, da ist das Ding. Kannst du dir vorstellen, dass ich dieses Biest seit 1000 Jahren nicht besiegen kann? Wie wolltest du Mara denn töten? Mit Hilfe der Waffen, die sie uns gegeben hatte. Sie gab mir die Titanenharpune, um mein Volk zu versklaven. Ich habe mutig gekämpft. Aber, wie du sicher bemerkt hast, ist es uns nicht gelungen, sie zu töten.
ist mir nicht entgangen. Dann los geht's, töten wir den. Wo gehst du? Danke. Ja, soll ich das Ding jetzt allein töten, oder was? Ja, ich soll das Ding jetzt allein töten. Aua. Aua. Okay. Moment. Wir nehmen rum. Warte. Ja, na. Wie kann man so einen fetten Gorilla eigentlich verfehlen? Darf ich auch mal hitten? Hilfe! Willst du dich eigentlich verarschen? Danke. Ey, danke, dass du mich einfach hier alleine gelassen hast, dieser... Der ist so... Ach, nee. Einfach nur nee. Muss ich das Kackding allein besiegen? Mit ihm wäre es natürlich 100-mal einfacher gewesen. Ich würde gerne noch wissen, was wir hier haben. Ach, da geht's weiter. Wir gehen jetzt erst nochmal zurück. Bevor wir jetzt hier uns weiter durch die Höhle verkriechen. So, weil du mir ja nicht geholfen hast, dein Viech ist tot. Der Silberrücken wird diesmal nicht mehr aufstehen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass das je ein Ende hat. Ohne dich wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen gewesen. Schon gut. Hier, nimm diesen Schädel als Trophäe. Du hast sie dir verdient. Ich spüre, danke. Dass meine Zeit nun endlich gekommen ist. Viel Glück auf deiner Reise. Meine hat endlich ein Ende. Ciao. Also, den Schädel haben wir. Kann ich ihn dir schon geben? Du kannst dir nicht vorstellen, wie einsam es hier ist. Okay, wir müssen erst das ganze Zeug für die ganzen Leute finden und dann... So, die vier Geister, den ersten haben wir also. Hier ist das Hauptding. Dann gehen wir mal nach rechts. Ja, natürlich ist da noch schon, da ist schon einer. Jadestein, Goldbrocken. Kerzenleuchter, Wein. Wir looten erst alles und dann reden wir mit ihm. Der Teller, der Schädel. Goldbeutel und eine verschlossene Truhe. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Hä?
Komisch, aber hat funktioniert. Rum, Geisteressenz, eine Muschel. Gold und Bauplan für eine Knochenkette, die jetzt... Naja. Braucht man nicht unbedingt, ne? Wir haben noch ein Amulett gefunden, das wollte ich noch kurz gucken. Ausrüstung, Amulett. Amulett der Erde, Kette des Jägers, Diebesamulett. Teil irgendwas. Dies, was sie anhaben. Das Schädelamulett war das wahrscheinlich das. Sonst haben wir eigentlich nichts, was mich gerade interessieren würde. Wir haben halt immer noch die gleiche Rüstung an, gell? Halt ein, Lebender. Du hast die Arena des Kriegers betreten. Stell dich zum Kampf. Können wir das nicht friedlich regeln? Nein. Es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich einen ebenbürtigen Gegner gefunden habe. Vielleicht ist es dein Schicksal, meinen Fluch zu brechen. Das machen wir sogar wirklich. Aber lass dich warnen. Weder zu Lebzeiten noch im Tode hat mich je einer im Kampf geschlagen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Also gut, lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Ja, fängt schon mal gut an, du. Komm her. Das war blöd. Aua, aua, aua. Wir nehmen mal lieber ein Bloody Mary. Wie cool ich immer ausweiche. Seht ihr das eigentlich? Das ist schon so cool. Ja, ja. War jetzt echt beeindruckend. Ich guck mal, ich hab dich erlöst. Bin ich nicht cool? Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit nach all diesen Jahren. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger. Möge er dir bei deinen Aufgaben helfen. Es ist nun Zeit für mich zu gehen und endlich meinen Frieden zu finden. Lebe wohl. Wir haben ihn extra nicht gefragt, was passiert ist, weil ich habe keine Lust, diese Geschichte jetzt 4-mal anzuhören, wieso er verflucht wurde. Ich hoffe, das akzeptiert ihr. So. Zwei Geister haben wir. Ein dritter fehlt, glaube ich, noch. Es sind ja 4 Geister, die ich befreien soll. Also 3 Gegenstände brauchen wir. Heißt noch ein Gegenstand und dann haben wir es eigentlich schon. Hier geht es eigentlich nach draußen. Können wir uns eigentlich auch hier porten? Tempel des Diebes. Wahrscheinlich müssen wir eh hier hin. Ja, hi. Oh, meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Was für Gebete? Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Aber natürlich. Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Und wie kann ich dir helfen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe. Darin befindet sich ein weißer Diamant. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten.
Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum ich je einer gebeten hat. Ja, das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. Mich würde aber interessieren, wieso diese Truhe? Was ist denn los mit dir? Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie und konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Darum verfluchte sie mich bis in alle Ewigkeit, auf das gleiche Schicksal zu warten. Interessant. Ich öffne die einfach so, hä? Ja, komm, 60, das ist ja... Also, echt enttäuschend. Mehr hatte die nicht zu bieten. Ja, ey. Wow, war ja echt heftig. Danke. Ich hab dich beklaut. Hey, was? Danke. Deine Seele ist frei. Ich hab die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen sein. Ja, fürs Knochenzepter. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Mach's gut, Fremder. Ich werde dich nicht vergessen. So, in dem Fall die letzte Quest auch erledigt. Bevor wir aber jetzt uns zurückporten, ich würde ganz kurz noch hier mich umgucken wollen. Nicht, dass hier noch was liegt und ja, sowas wie das da. Und hier haben wir noch eine Truhe. So. Rubinring. Schmutzige Tricks, Silberzunge, okay. Hier geht's runter. Wir speichern kurz ab. Ich weiß, wir sind schon wieder am Überziehen, aber das würde ich jetzt noch gern hier fertig machen. Waren wir hier schon? Ja. Ach, hier war der Schatz. Hey, der dürfte in der Welt gar nicht leer sein. Da war die Truhe. Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele. Kein verlorenes Ich. Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es. Wir sehen es. Wir sehen Länder. Palmen, Menschen mit dunkler Haut, Mara, Marakai. Wir sehen einen Mann, ein Pirat, der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist. Marakai? Pirat? Ja, richtig. Du redest von Garcia. Der hat sich tatsächlich für jemand anders ausgegeben. Ja, Garcia. Ein falscher Mann. Du bist Bones, richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm, von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Ach, dass Garcia ein Verräter war, das weißt du. Aber dein Name war weg, ja? Name? Ja, Bones ist unser Name. Oh. Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder?
Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Das macht nichts. Wir kriegen dich schon wieder hin. Wir glauben dir kein Wort. Hinfort mit dir, du Ungetüm. Ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren! Stimmt, der weiße Wal ist der weiße Schal, da war was. Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Ich verstehe, was du sagst. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ich sehe es ganz deutlich. Ein Pfad in die Welt der Lebenden. Jetzt hast du es kapiert. Ja, es ist wunderbar, das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Schade. Na gut, dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Ob der jetzt normal ist dadurch? Wir haben es immerhin noch gemacht. Ich hätte es fast vergessen. Ich wäre jetzt fast zurück, ohne mich daran zu erinnern. Naja. Wir nehmen noch den Pokal mit. Schön mal die Geisterwelt leer plündern. Das ist wichtig. So, viel mehr haben wir hier, wie es aussieht, nicht mehr. Wir überziehen die Folge schon wieder übertrieben. Ah, sowas gibt's halt auch mal. Und da sind wir auch wieder hier, dann kann ich mich auch zurückporten eigentlich. Ja, also, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wir machen jetzt in der nächsten Folge, ich denke mal, wir werden die Welt der Toten schon abschließen. Viel ist hier ja nicht. Hoffentlich seid ihr auf jeden Fall wieder dabei bei Let's Play Risen 2 Dark Waters.